Mittwochabend, 19 Uhr. Eine ungewöhnliche Sendezeit für Nobelhobel mit einem neuen Format. Der Meistertipp soll das neue Format auf meinem Kanal werden, mit Videos, kurz, prägnant und themenbezogen. Teilweise Ausschnitte aus großen Videos oder einfach nur kurze Fachgespräche zu Dingen, wo sich kein gesamtes Video lohnt als Projekt. Wir starten heute mit Schließzylindern, gleichschließende Schließzylinder, Vor- und Nachteile. Heißt also im Klartext, wir haben hier drei Schließzylinder. Den dritten habe ich schon ausgepackt, damit man weiß, worum es geht. Das ist immer die mitgelieferte Befestigungsschraube. Und die Besonderheit, auf alle drei Zylinder passt dieser eine Schlüssel. Aus Sicherheitsgründen habe ich den jetzt vorne abgeklebt. Schlüssel dazu gibt es natürlich immer so viel, wie man will. Was hat man jetzt für einen Vorteil? Der Vorteil ist schon mal, man hat nicht so einen Schlüsselbund, weil man verschiedene Türen damit öffnen will, wie Garage, Schuppen, Haustür, Hintereingang, Nebeneingangstür oder sonstiges, sondern man hat genau einen Schlüssel für alles. Kann man ja den hier aus Sicherheitsgründen, der abgeklebt war, wieder auspacken. So, dann holen wir mal alle drei Zylinder da raus. Die haben übrigens verschiedene Längen. Das hier ist jetzt die Haustür, wie man die Länge bestimmt, darüber reden wir gleich noch. Und der hier sieht wieder aus wie der erste. Jetzt kommt hier der Beweis, der Schlüssel passt. In diesen Zylinder kann ich drehen. Zweiter Zylinder, gleicher Schlüssel, kann ich drehen. Dritter Zylinder, Schlüssel, kann ich drehen. Ja, Vorteile bei dem System hier. Wir haben also nur einen Schlüssel für verschiedene Türen, das haben wir eben schon angesprochen. Nächster Vorteil ist, das kostet nur die Hälfte von einer Schließanlage. Dritter Vorteil, ich kann jeden Schlüssel einfach so nachmachen lassen, wie ich das möchte und gehe einfach zum Schlüsseldienst, der macht mir den nach. Das ist aber auch wiederum gleichzeitig ein Nachteil, das geht bei einer Schließanlage zum Beispiel nicht. Bei einer Schließanlage braucht man eine Besitzkarte, wenn man so einen Schlüssel einer Schließanlage nachmachen möchte. Weiterer Nachteil ist, jeder, der diesen Schlüssel besitzt, kommt natürlich in alle Türen rein. Das ist bei einer Schließanlage auch anders. Bei einer Schließanlage gibt es generelle Schlüssel, die immer nur auf einen Zylinder passen. Wie jetzt sagen wir mal Ferienwohnungen zum Beispiel, dass der Gast immer nur in seine Wohnung reinkommt. Die Putzfrau hingegen bekommt dann einen Untergeneralschlüssel. Die kann mit einem Schlüssel alle Ferienwohnungen öffnen und da putzen gehen. Und dann gibt es noch einen Obergeneralschlüssel. Was machen wir da für ein Beispiel? Nehmen wir mal an, deine Frau zu Hause darf im Untergeneralschlüssel überall rein, aber nicht in die Werkstatt. Das darf nur der Obergeneral und den hast du. So, das Ganze klingt ja jetzt an sich ziemlich genial, aber kostentechnisch ist das sehr intensiv. Also eine Schließanlage mit, sage ich mal, 10 bis 15 Schlössern und Schlüsseln dazu, mit Einzelschlüssel, mit Untergeneral, Obergeneral, reden wir ungefähr von 3000 Euro. Also ein Riesendrama, auch wenn ein Mieter von euch einen Schlüssel verliert, der keine Schlüsselversicherung hat in seiner Haftpflichtversicherung, was normalerweise nicht da drin ist. Schlüssel muss man extra versichern oder zumindest mal angeben in dieser Haftpflichtversicherung. Dann ist der Schaden ziemlich groß. Und vor allem, wenn so ein Obergeneralschlüssel wegkommt, muss in der Regel die komplette Schließanlage getauscht werden für 3000 Euro. Und dann reden wir hier bei solchen normalen, handelsüblichen Schließzylindern, die man gleichschließend machen lässt, eigentlich über komplett andere Zahlen. Also sagen wir jetzt mal einfach nur aus dem Bauch raus, kostet ca. 20 Euro so ein Schließzylinder und dann habt ihr ziemlich alles, was ihr braucht und habt trotzdem nur einen Schlüssel. Solche gleichschließenden Zylinder könnt ihr also bei jedem Fachhandler in eurer Nähe herstellen lassen. Bei mir ist das jetzt hier in dem Fall in Trier, die Firma Heesen-Peters. Da gehe ich hin, die nehmen handelsübliche Zylinder und bauen die im Laden direkt um und machen die gleichschließend, indem die hier unten die Stifte in diesen Zylindern hier tauschen. Das habe ich extra nicht gefilmt, auch aus Sicherheitsgründen. Die erste Frage, die euch natürlich gestellt wird im Fachhandel, wenn ihr jetzt Schließzylinder bestellen wollt, ist, was haben die für eine Größe? Da gibt es eine besondere Messtechnik. Das kommt jetzt als Ausschnitt von einem anderen Video. Von der einen Vorderkante haben wir 30 mm bis Mitte Loch. Und dann haben wir hier hinten nochmal 35 mm bis auf die andere Seite. Jetzt ist der Zylinder insgesamt 65 mm lang. Wenn ihr den bestellt, heißt das aber 30-35. Ansonsten sind die Maße hier alle gleich. Das Schloss und der Zylinder ist immer gleich.
Was man darauf achten könnte, ist, dass der eine Not- und Gefahrenfunktion hat. Wenn der keine Not- und Gefahrenfunktion hat und hier steckt ein Schlüssel drin, lässt er sich nicht drehen. Mit Not- und Gefahrenfunktion heißt das, wenn innen der Schlüssel steckt, kann ich das trotzdem außen aufschließen. Das ist so besonders gut für Haushalte mit Kindern. Ne? Oder mit der Oma, die den Schlüssel innen nicht abzieht, aber gerade nicht aus der Badewanne kommt. So, also, der lässt sich zweiseitig schließen, obwohl beide Schlüssel drin stecken. Ohne Not- und Gefahrenfunktion funktioniert das nicht. Der Zylinder kostet, glaube ich, keine 5 Euro mehr, wenn er diese Funktion hat. Das war jetzt, glaube ich, für jeden verständlich erklärt. Und Not- und Gefahrenfunktion haben wir hier auch, also ich bestelle gar keine anderen. Was man jetzt noch unbedingt erwähnen sollte beim Festlegen von der Länge von so einem Zylinder: Es ist von Vorteil, wenn das Langschild außen schon befestigt ist, beziehungsweise innen der Türdrücker und die Rosette, die da drauf kommt, weil das gibt ja die Gesamtlänge von dem Zylinder an. Und er sollte auf keinen Fall im Außenbereich weiter wie 2 bis 3 mm vorstehen. Es gibt nämlich spezielle Werkzeuge, wo ich so einen Zylinder mit packen kann und kann den dann knacken. Der wird mit einer Zange vorne gegriffen und dann intern im Schlosskasten kaputt gedreht und nach außen abgebrochen. Wenn ich weniger wie 2-3 mm vorne rausgucken habe, hat der Einbrecher keine Chance, diesen Zylinder zu packen mit seiner Zange. Also achtet darauf. Ja, und damit ist soweit alles gesagt. Jetzt gehen wir die montieren. Zylinder ausbauen, Schlüssel erforderlich. Schräubchen lösen. Oh, weh, oh, das ist die Sicherheitsschraube, die darfst du nicht von alleine aufnehmen. Du hast ja Angst, dass die Schraube abreißt, ey. Bring mal einen besseren Schlitz mit. Normal ist das ein Sack von 2 Minuten, nur beim Relex nicht. Ja. Da drehen wir nochmal rein. Gewinde freckt. Hier der Stift, der muss unten stehen beim Rausziehen. Wenn er dreht, hat er die richtige Stellung. So, nicht zu stark anziehen. Drehtest, geht. Ja, wie ihr gesehen habt, das war kein Hexenwerk. Also man löst nur diese mittlere Schraube, stellt dann dementsprechend das schwarze Teil in dem Zylinder so, dass das komplett durchrutscht. Ich lasse gerne, wenn ich Türen komplett neu installiere, dann stecke ich erst den Zylinder durch und mache dann die Schließbleche im Endeffekt fest. Dann habe ich nicht die Gefahr, dass ich beim Durchschieben irgendwo anhake, weil das nicht alles in einer Flucht sitzt, sondern der Zylinder gibt mir schon mal die Führung, dass mein Langschild nachher auch gerade sitzt und ich das nicht schief angeschraubt habe, und kann dann mit dieser Position unten die letzte Schraube reindrehen und weiß auch wirklich, dass das schön gerade steht nachher. Ja, und damit sind wir themenbezogen am Ziel von unserem ersten Meistertipp-Video. Warum das jetzt genau dieses Thema war, das liegt daran, dass das gerade ein aktuelles Thema ist hier bei mir und ich den Schließzylinder einbauen muss. Und die Idee, die jetzt dahinter steckt, ist, dass du themenbezogen jetzt eine Lösung finden kannst hier auf meinem Kanal und gehst nach 5 Minuten Video einfach raus an dein Projekt und fängst an. Mit Abo wäre das nicht passiert.